Servus, willkommen zu einem neuen Angry Birds Spaceless Play. Ja, wir waren letztes Mal bei dieser neuen Welt Danger Zone. Ja, das hat sich hier ein bisschen verändert, diese Weltenauswahl. Es gibt jetzt auch hier Free Me to the Moon, weil ich gerade gepatcht habe das Game. Deshalb ist es jetzt etwas anders, aber wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich beim Level 3 der Danger Zone. Ja, ich habe außerdem den letzten Mal ein wenig Pause gemacht mit Let's Playen, weil ich viel für die Schule machen musste. Deshalb habe ich einfach eine kleine Auszeit mir gegönnt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und ja, aber jetzt bin ich natürlich wieder für euch da. So. Jetzt muss ich noch mit den, mit dem einen Vogel muss ich jetzt hier ziemlich viele abtreffen. Ich probiere einfach mal mir das TNT zunutze zu machen. Ach Mist, ich habe das TNT gar nicht getroffen. Okay, zweiter Versuch. Ich fange hier wieder mit dem grünen Ding an. Diesmal hier, oder? Ja, ich probiere mal. So, dann kommt er nämlich auch noch auf das TNT und... Komm, ja Mann. So, einer ist noch übrig. Das dürfte jetzt kein Problem werden. Hier, weg damit. So, einen haben wir noch übrig. Das gibt natürlich wieder extra Score, extra Punkte. Und dann dürfte es mehr als einen Stern geben. Haben Sie es weit? Ja, jetzt. Ja, ja Mann, 3 Sterne für uns. Und ach, das Level sieht ja mal interessant aus, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir hatten doch schon in der ersten Welt so so 2 Kreise. Ich glaube, das ist im ersten oder zweiten Let's Play von Angry Birds Space, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, ist ja diesmal dafür andere Location und so. Wartet mal kurz. Ah, da könnte sich noch was ergeben. Einer noch. Hoffentlich klappt es. Komm. Nö, hat wohl eher nicht geklappt. Also nochmal ein Versuch. Das ist blöd, dass man die... Ach, scheiße. Sorry. Das ist blöd, dass man die Eisteile nicht beide am Anfang hat, sondern dazwischen noch eine Bombe ist. Es wäre besser, wenn man den Bombenvogel am Schluss hätte, also wenn die verbraucht sind, die Eisvögel. Das wäre um einiges hilfreicher. Aber naja, kann man nichts machen. So, der vereiste Vogel hier ist auch weg. Mehr aber auch nicht, oder? Könnte... Nein. Ich denke mal, ich schaff's hier wieder nicht. Nein. Nochmal. Boah, mich stört es echt, dass man die beiden Eisvögel nicht... ich mach nochmal neu versucht, dass man die nicht... am Anfang hat und danach erst die Bombe. Das wäre nämlich um einiges hilfreicher, weil man dann schön davor noch alles schön vereisen könnte und danach mit der Bombe für den Rest sorgen. Aber nein. Naja. So, komm. Vielleicht klappt da noch was. Nee. Eine noch übrig. Ach, das ist dumm, ey. Der ist genau auf der anderen Seite. Ja, super, den kann ich natürlich auch nicht mehr treffen, wenn er genau auf der anderen Seite ist. Das ist natürlich eine super Situation. Was, wo war ich gerade? Ach, egal. So. Komm. Ich glaube, ich brauche einfach Glück, nämlich. Und das sieht so aus, wenn ich nämlich am Anfang mehrere... Also beim ersten schon mehrere, wie heißt es, also mit der Bombe mehrere erwischt, dann ist es natürlich leichter.
das wird nix. Oh, ich bin ehrlich gesagt ein wenig planlos. Also, das Level frustriert. wie mache ich das? Hier, komm, explodier. Ja, also einer ist weg, der zweite. Komm. Ja, komm, einer noch. Nein, nein, komm. Ja. Unglück im Glück. Oh nee, ich habe ja noch einen. Aber wie soll ich mit dem Eisvogel den treffen? Vor allem, ich kann nicht mal richtig, also gescheit zielen hier. Also super. Klasse. Komm. Ja Mann. Oh, endlich dieses blöde Level geschafft, ey. Das war ja echt mies. So, neues Level, komm. Weiter hier, auf geht's. 2 Sterne gibt's. Erstaunlich viele dafür, dass ich also keinen Vogel noch übrig hatte, aber naja. So, hier. Hohoho. Der geht ja gleich schon ordentlich ab und tut mir schon ein wenig Arbeit erleichtern. Oh, das ist ehrlich gesagt ziemlich schwer, das jetzt zu schaffen. Vielleicht klappt's ja doch. Nö. Ich probiere einfach mal zuerst hier rum zu fliegen mit meinem flotten Dreiervogel. Klappt. Hat aber nicht so wirklich geklappt, wie ich das mir vorgestellt habe. Das wird jetzt schwer. So, hier, komm. Oh, super. Ach, die eine Blase da, die ist es immer, die übrig bleibt. Hier bei allen beiden Versuchen war es die übrig geblieben ist. Jetzt wohl wieder. Wie hier einfach das TNT zu treffen. Puh. Ich schaffe das wohl wieder nicht. Ne. Hätte ich mit meinem zweiten Dreiervogel das TNT getroffen, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Vielleicht klappt es diesmal. Haha. Ich treffe das TNT nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Ich schaff das nicht. Das ist wie beim Bowlen, wenn ein Kegel auf der einen und der andere auf der anderen Seite der Bahn steht. Dann kann man es ja auch nicht schaffen. So war das gerade auch. Das war genau so eine Situation. Dafür gibt's auch noch einen Namen, aber den. Also für die Situation im Bowlen, aber den kenne ich jetzt nicht, weil ich nicht bowlen tue. Also ich tue schon ab und zu, aber jetzt nicht so richtig als Hobby jetzt so. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Komm jetzt aber. Das war wohl kein Strike. So, ich probiere es hier noch einmal und dann werde ich es sozusagen aufgeben, weil. Also nicht aufgeben, sondern ich mache dann mal anders weiter. Aufgeben, nee. So, einen Vogel habe ich jetzt noch. Ich muss das TNT hier zum Einsturz bringen. Ich hoffe mal, es gelingt mir. Ja. Hat aber jetzt auch nicht viel gebracht. Naja, hat trotzdem Spaß gemacht, euch ein Let's Play zu bieten. Und ja, ich sag dann mal bis zum nächsten Mal und verabschiede mich hiermit. Dann bis zum